angekommen sind wir jetzt bei Levitas und Micha steht bei mir. Micha, erstmal schön, dass auch ihr da seid hier in St. Peter-Ording bei Kaiserwetter. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein können. Wir freuen uns jedes Jahr. Wird wieder ein Hammer-Event werden. Wind ist auch angesagt. Ja, wir freuen uns. Sehr schön. Und wir freuen uns auch, dass ihr wieder zahlreiche Sachen mitgebracht habt. Ich sehe hier schon die ganzen Foils stehen. Was habt ihr alles am Start? Ja, wir haben unsere Kite-Foils vom Race-Bereich über die ganzen Freeride-Sachen. Dann ganz neu unsere Shaka-Foils. Das sind Allround-Foils, damit kann ich kiten, damit kann ich surfen, SUPen. Wie diese Walfinnen aussehen hinten da quasi. Ganz oder? Genau, ganz genau. Also relativ große Flügel, aber super, super hydrodynamisch geformt. Das heißt auch zum Surfen oder zum SUPen, zum Pumpen, das perfekte Foil. Und einen Schritt weiter sehe ich hinten im Zelt, wenn wir mal reingehen, da stehen auch jede Menge Bretter. Und auch da habt ihr wahrscheinlich was zum Testen mitgebracht. Genau, also zum Testen gibt es alle Boards vorne am KiteLife Test Beach. Wir haben da das kleine Brett, das ist so ein bisschen skatermäßig, das kurze Exo in 1,25. Dann haben wir das Match, klassisches Allround-Brett. Dann unser Race-Modell, was die Jungs in der Weltspitze fahren, wenn es dann wirklich um Kursracing geht. Und der Transformer ist ein Convertible, ich kann damit surfen und ich kann fallen damit. Großartig. Und Micha, ich sehe schon hier im Hintergrund steht schon so ein Mann rum, der immer, wenn die Kamera in der Nähe ist, auf jeden Fall auch da ist. Flo Gruber, Flo, komm mal her. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal, Micha, großartig. Und Flo, du stehst nicht ganz ohne Grund hier, nicht weil du die Kamera hast, sondern du fährst tatsächlich auch Material von Levitas. Ja, ich bin jetzt ziemlich lange im Levitas-Team und auch sehr viel involviert in die Entwicklungsarbeit, hauptsächlich auch Racing eben. Da arbeiten wir nämlich sehr intensiv an dem neuen Race-Foil für die Olympia-Registrierung nächstes Jahr am 1. Mai. Und ja, da sind wir viel unterwegs bei Test-Trips und ja, versuchen das schnellste Foil dann nächstes Jahr für Olympia zu stellen. Welcher von den Kollegen wäre jetzt momentan der Foil, den du am Start hast? Also ganz aktuell haben wir vorne das Race-Flügel. Ach, was hier gerade weggenommen wurde. Das klammern wir mal eben. Einmal, genau. Schöner gestreckten Frontflügel, der natürlich viel Performance hat. Eine kürzere Fuselage ein bisschen, um agiler zu sein. Heckflügel, der Stabilisator, also alles auch race-ready gefinished. Also die werden in der Firma noch geschliffen und gepainted. Sozusagen, dass keine Luftbläschen drin sind, dass also du kannst es nehmen, auspacken und sofort aufs Wasser gehen und musst nichts mehr nacharbeiten. Das wird alles schon in der Firma gemacht. Sehr cool, Flo. Dann stell das mal wieder weg und dann können wir nämlich gleich ein paar Meter weitergehen. Da steht nämlich dann gleich der nächste Laden, den du uns auch mal mit vorstellen kannst. Du machst natürlich Levitas, aber auch die Fly-Surfer-Kollegen gehören zu dir. Und dann gehen wir auch direkt mal rüber. Guck mal, nämlich schon, die teilen sich ja schon hier so eine Pagode. Warum denn das? Ja, es ist eher ein bisschen geografisch und ein bisschen freundschaftlich gelegen. Wir kennen uns halt alle sehr gut, Levitas und Flysurfer-Fahrer und die Chefs auch alle. Deswegen ist es eine Kooperation zusammen, sind aber zwei komplett separate Firmen. Aber es ergibt sich einfach gut von den Produkten her. Flysurfer hat keine Foils, deswegen tut man sich auf Events oft mal zusammen. Und ja, stehen beide halt für High-Class, Produkte, beste Qualität und das ist unser Ziel. Jetzt gucken wir doch mal rüber, denn soweit ich weiß, Flo, du hast ja die Flysurfer Kreizdan. Jetzt haben wir hier so eine Wand mal stehen. Was sind jetzt die Unterschiede und was davon fährst du? Fährst du alles davon? Ja, in meinem Auto habe ich mehrere Kites natürlich drin. Ich, kommt immer darauf an, auf die Disziplin, aber mein Hauptkite, den ich am meisten fahre, ist der VMG, Sonic VMG. Der ist unser Top-End-Race-Produkt und aber da sind wir auch schon wieder am Entwickeln, fleißig dann auch wieder für die nächste Registrierung. Zurzeit einer der Top-Kites im World Cup vorne, letztes Jahr zig Podiums eingefahren und viele Siege. Und ja, und sonst haben wir aber auch, was unser größtes Produkt zurzeit ist oder meistverkauft ist, der Soul. Der hat sich wirklich zu einem unserem Main Product entwickelt, weil ja, der ist zum Foilen super, man kann gut twin-tippen. Wir haben einfach versucht, einen Foil-Kite zu entwickeln, der auch für jeden Tube-Kite einfach in die Hand zu nehmen ist, benutzerfreundlich ist, aber trotzdem auch noch Spaß macht, also nicht zu langweilig wirkt. Und ja, da fahre ich einfach super gern, wenn ich Freeride-Foilen gehe mit dem Soul oder auch bei Starkwind kann man sogar mit den Mega-Loops machen und das konnte man davor mit Matten-Kites eher weniger. Und da sieht man, dass es einfach echt ein solides Produkt geworden ist und ja, in
die Foil-Kite-Szene doch sehr weit nach vorne gebracht hat. Flo, jetzt sind wir ja hier auch zum Testen natürlich auf diesem Gelände. Was ist denn, oder was würdest du sagen, was ist der heißeste Shit von Flysurfer, der auf jeden Fall getestet werden muss? Auf jeden Fall würde ich sagen, der Soul in Verbindung mit einem Foil, besonders weil die Vorhersage sehr leicht ist. Super easy Handling und mit dem Foil kommt man dann auch, kann man glaube ich jeden Tag aufs Wasser gehen. Aber vielleicht kommt doch ein bisschen Wind, also mag ich auch noch sehr gern den Stoke zum Kite-Loopen oder auch in der Welle fahren. Aber da brauchen wir natürlich ein bisschen mehr Wind. Wobei, den kann man auch, wenn man jetzt sagt, man traut sich noch nicht so an die Matten, haben wir auch den Boost oder den Stoke da als Tube-Kites und ja, ist dann für jeden mal was dabei. Und, aber ich kann jedem empfehlen, mal mit dem Foil auf jeden Fall auf so einen kleinen Soul, 10, 12 Quadratmeter, 9er und 7er sind jetzt ganz neu rausgekommen. Also 9 und 10 sind meine Lieblingsgrößen zum Freeriden. Und wenn kein Wind kommt, was machen wir dann? Dann schauen wir uns alles an, was hier so gibt. Ich wusste, was du sagen wolltest. Das schneiden wir raus. Ich natürlich nicht. Ich muss jeden Tag fit sein, aber ja, jeden für jeden anderen genießt die Zeit hier, essen, trinken, Spaß haben und Sachen anschauen. Bikini-Wetter. Passt. Ja,